Wir sind uns einig, wir wollen eine Neuausrichtung der Agrarpolitik, die unserer Umwelt, Natur und dem Klimaschutz nützt, die Landwirtinnen und Landwirten, Verbraucherinnen und Verbrauchern zugutekommt. Was also müssen wir jetzt anstoßen, damit dieser Aufbruch gelingt? Ich will drei Punkte ansprechen, die mir sehr wichtig sind. Der erste ist das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Die Klimakrise und das Artenaussterben sind zwei ökologische Krisen, bei denen es um unsere Lebensgrundlagen geht. Und beide Krisen wirken sich besonders auf die Landwirtschaft aus. Stichworte Dürre oder Starkregen, aber natürlich auch die Gefährdung der natürlichen Bestäubung, das Insektensterben, das auf die Bodenfruchtbarkeit Einfluss hat. Und gerade die Landwirtschaft kann mit der Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, wie Felder bewirtschaftet werden, entscheidend dazu beitragen, dass Böden fruchtbar, Gewässer und Luft sauber und die Artenvielfalt lebendig bleiben. Und sie kann damit einen Beitrag zum natürlichen Klimaschutz leisten. Deshalb werde ich erstens bis Ostern Eckpunkte vorlegen für ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und die notwendige Finanzierung sichern, damit Böden, Wälder und Moore ihre Klimaschutzfunktion nicht weiter verlieren, sondern idealerweise wiedererlangen. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, die Verringerung des Pestizideinsatzes. Damit wollen wir gemeinsam weniger Pestizide in der Landwirtschaft einsetzen und damit auch in die Umwelt austragen lassen. Denn Pestizide treffen nicht nur die Lebewesen, gegen die sie eingesetzt werden. Sie wirken auch auf Wildkräuter und Insekten. Und diese Wirkungen müssen wir reduzieren, wenn wir die Krise der Biodiversität eindämmen, bekämpfen und stoppen wollen. Deshalb wollen wir Alternativen zu chemisch-synthetischen Mitteln fördern, bis Ende 2023 Glyphosat vom Markt nehmen und den Einsatz von Pestiziden generell umwelt- und naturverträglicher gestalten. Und schließlich drittens, wir brauchen einen anderen Einsatz der Fördergelder. Natur, Umwelt und Klimaschutz sollen gezielt honoriert werden. Das bedeutet, dass es sich für Landwirte lohnen muss, wenn sie natur- und umweltfreundlich wirtschaften. Dafür müssen wir aus dem bisherigen System der pauschalen Flächenprämie aussteigen. Und dafür ist die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union der wichtigste Hebel. Und deshalb wird sich auch hier das Bundesumweltministerium aktiv in die Diskussion einbringen, wenn es um die Weiterentwicklung der GAP geht. Ich bin überzeugt, dass Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister, und mein Ministerium, das Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium, gemeinsam diese wirklich großen Herausforderungen angehen werden. Und dafür soll der heutige Kongress ein Auftaktpunkt sein. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein, gemeinsam mit meiner Kollegin, der Bundesministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz, Steffi Lemke. Liebe Steffi, es ist schön, dass wir das hier gemeinsam veranstalten. Das ist ein Neubeginn, ein Symbol dafür, dass Landwirtschaft nur in der Umwelt machbar ist. Man könnte es auch ein bisschen als Fußballfan übertragen, mit dem Fußballbeispiel geben. Sie wissen vielleicht, dass bei den Fußballvereinen es ja Fanfreundschaften gibt. Wir begründen heute eine Art Hausfreundschaft, nämlich dass diese zwei Häuser symbolisiert durch uns beide heute künftig eben in der Bundesregierung befreundete Häuser sind. Die Zeit ist reif, Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut endlich zu bekommen. Das kann kein Haus alleine schaffen. Das geht nur, wenn wir beide eng zusammenarbeiten. Und das geht vor allem auch nur, wenn die Bundesregierung mit all ihren Häusern eng zusammenarbeitet. Dafür steht unsere neue strategische Allianz zwischen Umwelt und Landwirtschaft. Ich setze mich dafür ein, dass wir bessere Rahmenbedingungen für unsere Bäuerinnen und Bauern, für die gehaltenen Tiere, aber eben auch für Umwelt und für Klimaschutz bekommen. Dabei geht es ganz zentral um die Wertschätzung für unsere Lebensmittel und darum, dass wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir in Deutschland eine Landwirtschaft haben, die erstmal, das ist natürlich ganz entscheidend, ein sicheres und ein gutes Einkommen für die Landwirte gewährleistet, aber eben auch gesunde Lebensmittel für alle und schließlich für mehr Tierwohl, für mehr Umwelt- und Klimaschutz steht.
die Zeit, ich will das nochmal sehr deutlich sagen, dass wir unsere Kräfte verpulvern im Tauziehen der Ressorts, die gehört jetzt ein für alle Mal der Vergangenheit an. Wir richten dabei den Blick in die ökologische und soziale Transformation, ohne, um auch das sehr deutlich zu sagen, die ökonomische Tragfähigkeit der Betriebe zu vergessen. Der Zukunftskommission Landwirtschaft ist gelungen, woran ich anknüpfen möchte, nämlich Gemeinsamkeiten zu finden, Brücken zu bauen, die Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz mit Tierwohl vereint und damit eine wirtschaftliche Perspektive für die Betriebe schafft. Die Verbesserung des Tierschutzes in der Nutztierhaltung, die gibt es nicht zum Nulltarif, das ist bekannt. Der Umbau der Nutztierhaltung ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Unser Haus wird die Landwirte dabei nicht alleine lassen, um die Nutztierhaltung artgerecht umzubauen. Deshalb will ich noch in diesem Jahr eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung auf den Weg bringen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick erkennen können, wie das Tier gehalten wurde und warum manche Produkte halt mehr kosten. Ich glaube, die Verbraucher sind schon viel weiter, als wir alle denken. Sie haben vielleicht alle die Greenpeace-Studie gelesen, die erst kürzlich noch mal festgestellt hat, 88% der Befragten wollen bessere Haltungsbedingungen mit weniger Tieren in den Ställen. 87% wünschen sich eine verpflichtende staatliche Kennzeichnung und konsequenterweise sagen 85%, dass sie bereit wären, zusätzliche Steuern oder Abgaben auf Fleischprodukte zu zahlen. Das sind Ergebnisse, von denen können wir als Politiker oft nur träumen. Es zeigt also, da gibt es eine satte Mehrheit für den Kurs, den wir einschlagen hier. Jetzt könnte man fragen, alles gut? Leider nicht. Natürlich gibt es noch wesentliche Verharrungskräfte, aber die Mehrheit will Veränderung und wir wollen, dass diese Mehrheit auch ihren Willen verwirklicht bekommt.